nein, Alter. Nein, nein, nein. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich hoffe, ihr genießt die freie Zeit, die wir leider Gottes wegen diesen schwierigen Umständen momentan haben. Eine kurze Sache. Ich will das hier noch ganz kurz einmal addressed haben. Ich hoffe, ihr haltet euch alle an die ganzen Empfehlungen. Bleibt einfach zu Hause. Ihr müsst nicht rausgehen. Ihr habt sicherlich alle genügend zu Hause zu tun. Und falls euch langweilig wird, meine Freunde, ich bin heute Abend um 18 Uhr wieder live. Da könnt ihr gerne vorbeischauen im Stream. Haltet euch bitte dran. Es geht da nicht primär um euer Leben und dass ihr krank werdet, sondern dass ihr eventuell Mitmenschen damit ansteckt. Das wollte ich hier nur mal ganz kurz adressiert haben. Ich hoffe, ihr versteht das soweit. Wir schauen uns heute in dem ganzen Kontext mal wieder ein paar crappy Designs an, Dinge, die mich unglaublich triggern, Dinge, die so schlecht sind, wo man sich eigentlich fragt, wer hat das Ganze designt. Und ihr wisst, dass ich extrem gut darin bin, mich über Kleinigkeiten aufzuregen. Falls ihr, wie gesagt, davon mehr sehen wollt, heute Abend Livestream, da verpasst ihr ungefähr solche Sachen hier. Hände hoch. Sofort die Hände hoch. Geil, Mann. So, jetzt genug der Eigenwerbung. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Content hier an, meine Freunde, und gucken mal, was wir hier haben. Hier haben wir das erste Bild und ich präsentiere euch. I've passed this gem many times. Only yesterday I didn't realize I was looking at it. Leute, das ist einfach ein Balkon und da ist keine Tür dahinter. Da ist einfach ein Balkon an dem Haus und es gibt keine Türe dazu. Ich meine, wie soll man... Man könnte von hier da... Man könnte aus dem... Man könnte... Wie passiert sowas? Wird zuerst der Balkon angebaut und dann sagt man, oh, ich habe doch kein Geld mehr für eine Tür? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Trotzdem schön, dass es sowas gibt, Mensch, oder? Please do not turn off the light switch, it also operates the elevator. What the f***, Alter? Also haben wir hier einen Lichtschalter, der gleichzeitig den Aufzug mit Strom versorgt. Stell dir mal vor, bitte, ihr geht abends aus dem Büro raus, die Reinigungskraft ist vielleicht gerade noch im Aufzug, fährt die letzte Runde nach unten, will gerade den Eimer auskippen. Ihr sagt so... Bin raus hier, Licht ist aus, zack, und dann macht ihr das Ding aus und die Frau steht einfach im Aufzug, kann nicht mal mehr den Notknopf drücken, weil wahrscheinlich kein Strom da ist, Digga. Also ganz ehrlich, der Elektriker an der Stelle hat auf jeden Fall einen Nobelpreis verdient. Okay, wir haben hier eine Toilette mit einem Glasfenster in der Mitte. Super unangenehm, vor allen Dingen ist es halt echt direkt auf Schwanzhöhe. Also wenn man da sitzt und schön einen abseilt, dann sieht man auf jeden Fall direkt, Disgusting! Ja, nee, es ist sinnvoll. Es ist sinnvoll. Es ist gut, dass wir in Zeiten wie dieser ein bisschen Durchsicht und Klarsicht schaffen, dass, ich finde dafür keine Argumentation. Ich finde, dass der Schreiner dafür einfach gefeuert werden sollte. Ah ja, hier haben wir ein extrem sicheres Tor, welches tatsächlich sicher geht, dass keiner auf die Straße... Oh, Moment mal, man kann einfach außen rum gehen. Gut, warum da jetzt ein Tor hin muss, frage ich mich an der Stelle jetzt auch. Ich meine, man hätte hier den Zaun sicherlich einfach weiterbauen können, wenn man das Grundstück abbauen möchte. Was will man damit verhindern? Will man verhindern, dass die Leute auf die Straße gehen? Will man den Bürgersteig hier dicht machen, wenn man will? Ich meine, welcher Mensch sperrt den Bürgersteig mit dem Tor ab? Das ist ja öffentlich für alle begehbar und normaler... Ich bin sowas nicht gewöhnt, Mann. Wir leben in Deutschland, da ist alles super. Ach gut, ich halt lieber mein Maul. Ah, SpongeBob. Nee, das ist nicht SpongeBob. Das sind... Oh Gott, das sind Minion-Kekse. Es ist ja nicht so, als würden Minions so schon an sich extrem beschissen aussehen, Leute. Das setzt dem Ding auf jeden Fall nochmal die Krone auf hier. Ich kann mich nicht erinnern, dass Minions Zähne haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass Minions Zähne haben und so frightening aussehen. Also das ist einfach nur super, super gruselig. Und wenn ich sowas beim Bäcker um die Ecke sehen würde, würde ich mir wirklich Sorgen machen, ob eventuell dieser Kerl nicht noch irgendwie ein ganz dunkles Geheimnis hat. Weil der Mensch, der solche Kekse herstellt, ist A, entweder sau unbegabt in seinem Handwerk oder B, einfach ein kompletter Soziopath, der irgendwelche kranken Dinge in seinem Keller anstellt. Wir wollen das nicht weiter hinterfragen. Mundschutz gegen Bakterien. Och nein, Alter. Nein, nein, nein. 156 Euro aus Sachsen-Anhalt in Halle. Mundschutz gegen Bakterien und Viren. Ja, hier haben wir tatsächlich einen Schutz sondergleichen. Hier vorne haben wir Mehl drin, eine große Flasche, zwei kleine Flaschen angeklebt. Und gut ist. Die Frage ist natürlich jetzt, hilft das wirklich? Und ich kann euch sagen, nein, ich glaube nicht, dass Backpulver euch gegen Corona schützt. Ich meine, ja, im ersten Großen und Ganzen wird es sicherlich so sein, dass man tatsächlich da keine Tröpfchen abbekommt. Allerdings sind die so klein, diese Aerosole, dass die wahrscheinlich, hängen die hier in dem... Ich bezweifle einfach mal, dass man darunter überhaupt Luft bekommt. Wahrscheinlich stirbt man innerhalb von 5 Sekunden, wenn man das Ding hier anhat. Ich weiß es nicht. Ist es nicht saugefährlich, weil man atmet diesen ganzen Mehlstaub und alles, was auch immer da drin ist, ein und dann erstickt, kriegt man eine Staublunge. Ich bin kein Arzt. Ich bin bei weitem kein Arzt, aber ich würde fast schon sagen, dass das hier auf jeden Fall nicht safe ist, meine Freunde. Kauft euch einfach sowas nicht und wie ich schon gesagt habe, bleibt einfach zu Hause und guckt meine Videostreams oder macht irgendwas Sinnvolles, lernt eine Sprache. Wenn ich jetzt ein Bubble Placement hätte, würde es jetzt hier kommen. Hola. Habe ich aber nicht, deshalb machen wir einfach direkt weiter. A measuring scale on a not transparent bottle. Okay, alles klar. Damit ich sehen kann, wie viel noch in der Flasche drin ist. Also wenn die Flasche dann durchsichtig wäre, dann könnte ich das sicherlich erkennen. Gut, warum jetzt diese Entscheidung hier getroffen worden ist, frage ich an der Stelle einfach mal nicht. Ich nehme an, dass das Design Department da wahrscheinlich einfach Besseres zu tun hatte, als sich da Gedanken zu machen. Ich meine, es ist sinnvoll, sowas zu haben. Aber wenn die Flasche nicht durchsichtig ist, also dann bringt das nichts. Ich kann ja von außen ein Glas dran halten, was genauso den gleiche Höhe und den gleichen Umfang und durch... Es macht... Richtig. Es ist einfach komplett useless. Es macht nicht mal als Design-Aesthetic Sinn. Es sieht einfach auch echt sch*** aus. Just... Du... Du... Du...
Just dot. Ja, ich nehme an, das wird hier in Nike Just Do It tatsächlich so dieser Slogan von Nike, der hier versucht worden ist zu kopieren. Hat nicht ganz so gut funktioniert tatsächlich mit Just Dot. Also einfach Punkt. Einfach Punkt. Einfach jetzt mal hier einen Punkt setzen. Das ist, glaube ich, die Aussage hinter diesem Ding. Finde ich gut. Finde ich stark, dass das Produktdesign. Something is not right with the front. Ja, normalerweise steht das hier immer spiegelverkehrt da. Aber das ist nicht spiegelverkehrt, das ist einfach auf dem Kopf. Das ist natürlich klar, wenn ich jetzt meinen Spiegel gespiegelt habe und nicht entspiegelt und dann nochmal auf dem Kopf gedreht, dann sehe ich es trotzdem. Ich finde auch hier wieder keinerlei Argumentation, warum man sowas machen sollte. Ich glaube, da hat jemand einfach das Prinzip von dem Spiegel nicht verstanden und sich gesagt, ja, es muss hier auf dem Kopf stehen, weil jeder weiß ja, dass wenn man sich vor dem Spiegel stellt, dass man immer andersrum zu sehen ist. Ist es bei euch nicht so? Nein? Dann seid ihr wahrscheinlich Vampire und solltet dringend einen Arzt aufsuchen. Okay, also wie soll ich jetzt hier spielen? Ich meine, es geht ja hier um, also Tic-Tac-Toe, das sind ja eigentlich 3x3 Felder, also 9 Stück insgesamt an der Zahl. Math Genius. Klar kann man das hier machen. Dann hat halt einer oben die Reihe und einer unten. Also ich glaube, da wurde einfach was vergessen oder einfach wieder nicht berücksichtigt. Guck mal, es sind wirklich sehr, 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 sehr simple Sachen. Ja, das ist ganz, ganz leicht zu verhindern, dass sowas passiert. Einfach einen Menschen dahinsetzen, der eine Kindheit hatte und der vielleicht versteht, wie solche Spiele funktionieren. Aber mit 2 Reihen macht das keinen Sinn. Ich meine, ich spiele ja auch nicht Stein, Schere. Da gewinnt der Stein ja immer. Das ist ja... Irgendwie, Leute, ich glaube, wir haben den Höhepunkt der Menschheit schon längst überschritten. Von jetzt an geht's einfach nur noch weiter bergab. Ich kann es nicht anders sagen. Oh nein, das sind Treppen. Das sind Treppen, Alter. Digga, das sind Treppen. Das sieht aus wie eine gerade Fläche, die mit Laminat belegt ist, Digga. Das ist diese andere Rutschgefahr und Stolpergefahr. Wie soll ich denn bitte erkennen? Ich meine, man könnte ja, normalerweise ist ja an jeder Treppenkante, an jeder Treppenstufe, ist ja an so einer Kante irgendwo noch so ein schwarzer Streifen mit so einem Grip-Tape oder sowas drauf, damit man halt genau sehen kann, wo die Stufe anfängt und wo sie aufhört. Aber das ist hier einfach nicht gemacht worden. Ich meine auch, warum? Gerade in einem Kino, wo sicherlich nicht viele Leute nach einem Film, wo man gerade gesessen hat und die Augen müssen sich erstmal ins Licht gewöhnen, das ist eine super geile Idee, gerade da so eine Treppe gebaut zu haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz tolles Ding, ich würde gerne so eine Treppe in meinem Haus haben, einfach nur um zu sehen, wie andere Leute da herunterfallen. Jungle Safari Kangaroo. Okay, das ist hier ein Känguru, nehme ich an, und da fahren da wahrscheinlich Kinder mit so einem kleinen Bus durch oder mit so einer kleinen Eisenbahn. Ich weiß nicht, ob anatomisch gesehen das jetzt so korrekt ist. Ich habe noch nie ein Känguru im echten Leben gesehen, aber ich bezweifle einfach mal, vielleicht habe ich hier irgendwelche Australier Leute, die im Zoo arbeiten, in meinen Kommentaren. Schreibt mir doch gerne mal, wie ein Känguru aussieht und ob ihr belegen könnt, dass es... Ich bin mir sicher, dass es so nicht aussieht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es so nicht aussieht. Das eine Bein ist ganz dünn und das hier ist mit Muskeln über... Da stimmt irgendwas nicht. Anatomisch, da ist irgendwas ganz, ganz schief gelaufen. Das hat sich zu lange, glaube ich, in der radioaktiven Zone aufgehalten. Ja, gut. SpongeBob an der Stelle hier, Leute. Hat da scheinbar eine große Drogenkrise hinter sich. Sieht aus wie CrackBob auf jeden Fall. Auch dieser Eingang hier zwischen seinen Beinen sehr, sehr ungünstig platziert. Kann man aber drüber hinwegschauen. Ich erinnere mich nicht, dass SpongeBob so ausgesehen hat, wie der Titel hier oben schon sagt. Ich erinnere mich nicht dran. Also, falls doch, dann ist meine Kindheit wirklich ein einziger Albtraum gewesen. Weiß ich nicht. Also, SpongeBob, wenn du reden willst, es gibt eine Menge Hotlines oder sowas. Ansonsten melde dich gerne bei Instagram. Vielleicht können wir dir irgendwie aus einer Drogensucht raushelfen. Aber da ist irgendwas ganz, 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 ganz schief gelaufen. Best Friend. Ah ja. Klar, hier ist der beste Freund und der hat die eine Hand einfach im Gesicht und zwei weitere... Wo kommt diese Hand her? Ist es... Moment mal, Leute, seht ihr das vielleicht? Diese Hand hält diesem Kerl die Hand vorm Mund mit einem Taschentuch voller Chloroform. Die Augen sind geschlossen. Das Ding wird gerade entführt. Das Ding wird gerade entführt und das soll eine Message an euch Kinder sein, dass ihr euren besten Freunden nicht vertrauen sollt, weil die euch auch gerne mal mit Chloroform betäuben und entführen, oder? Also das sehe ich jetzt da raus, ganz klar. Gutes Ding, würde ich meinen Kindern 10 von 10 kaufen. Okay, also hier haben wir ein Gesicht und dann haben wir da direkt daneben noch etwas anderes. Und zwar ein Spiegel, der eine Reflexion macht und das sieht extrem schrecklich aus. Und das sieht so aus wie ein riesiges Insekt und ich will gar nicht... Ist das ein Gesicht? Kann es nicht mal... Wie soll denn das funktionieren? Ist das der Mund? Ich weiß es nicht. Keine gute Idee auf jeden Fall gewesen. Ah, mein Lieblingsaufzug. 15242... Door open. Stop. Ja, das sieht auf jeden Fall echt safe aus. Ich glaube, da drückt man einfach mal drauf und schaut, wo man rauskommt. Vielleicht landet man in der Hölle, stirbt oder vielleicht hält der Aufzug auch an oder vielleicht passiert auch gar nichts. Vielleicht ist es einfach der Moment, wo man dann sagen sollte, ich nehme doch lieber die Treppe. Shrek, na puff, das ist ganz lecker, weil das ist Shrek-Sirup und ich glaube, da hat jemand Monster AG mit Shrek verwechselt. Ich
kann mich nicht erinnern, dass Shrek so aussieht, wenn ich ehrlich bin. Und ich will auch gar nicht wissen, was diese grünen Ogerschleimdinger da drin sind. Ich hoffe, das ist kein Ejakulat von ihm. Falls doch, Kinder, trinkt kein Shrek-Ejakulat in diesen Zeiten. War ein guter Hinweis, oder? Red One. Ah ja, ich sehe schon, das rote. Genau, das Schild ist gelb, hat eine 3 drauf und da steht Rotes drauf. Generelle Farblehre vielleicht hier in der Grundschule nochmal wiederholen, Kollege Schnürschuh. Ah ja, okay. Ich glaube, dass diese Einhörner tatsächlich irgendwie eine Operation nötig hätten. Ich meine, keiner von uns weiß, wie Einhörner aussehen. Vielleicht gibt es auch keine Einhörner mehr, weil Einhörner wirklich so ausgesehen haben, alle Menschen sie aus Angst vor diesen Tieren umgebracht haben. Das kann ganz gut sein. Ich meine, wenn man sich das mal genauer anschaut, dann, gut, reden wir nicht drüber, meine Freunde. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle hier durch. Das war es auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir hören voneinander, wenn es wieder heißt, ich streame heute Abend um 18 Uhr. Schaut auf jeden Fall in den Stream rein. Yay! Heute ran. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.